So, Leute, willkommen zurück zu Project Zero 3. In der letzten Episode haben wir doch eigentlich viel erreicht, sage ich jetzt mal. Wir haben so eine komische Olle gebettelt, die da unten uns entgegengekrochen kam. Das letzte Mal konnten wir noch vor sie fliehen, aber jetzt, diesmal ging das gar nicht mehr. Auf den von Kern und meiner Natal liegt ein altes Buch mit Einband. Blaues Tagebuch. Meine Mutter sagte mir, dass ich einen älteren Bruder hätte. Sein Name ist Kaname und er lebt draußen in einem Haus. Im Kuso-Haus werfen sie Jungen weg, als wurde er fortgeschickt. Sie sagte mir oft, dass dies ein Geheimnis sei. Mein Bruder trägt den gleichen Ohrring wie meine Mutter. Es sind wunderschöne Ohrringe vom Vater. Mutter gab ihn einen, damit er stets ihre Stimme hörte, wo er auch war. Ob er mich auch hört? Ich will ihn sehen. Reika wurde eine Priesterin. Ich kümmerte mich um sie. Sie erzählte mir von draußen. Sie sagt, wenn sie redet, sei der Schmerz nicht so schlimm. Ich bin glücklich, dass ich ihr helfen kann. Die Priesterin trägt einen Ohrring, ebenso wie Mutter. Sie sagt, es war ein Geschenk eines guten Freundes, sodass ich sie hören kann, egal wo sie ist. Ich glaube, dieser Freund heißt Kaname. Die Priesterin erzählt viel über ihn. Sie scheint einsam zu sein. Ja, bei euren gestörten Ritualen kann ich das durchaus verstehen. Kein gruseliges kleines Geistermädchen? Moment. Wo führt mich das jetzt hin? Bestimmt über dem Gang, wo wir längst schon mal gewesen sind, aber... Ah, das ist hier. Moment, komme ich jetzt von hier schneller, wenn ich einfach hier lang gehe? Einen hoch. Wir kommen da raus. Können wir da reingehen? Scheiße, ich weiß gar nicht mehr, wo ich hin wollte. Ach doch, okay, doch. Ja gut, komm. Gehen wir... Ah, da glänzt etwas. Typ 14 Film, dankeschön. Ah, ich fühle mich so gut gerade, wirklich. Es läuft perfekt. Es läuft fast schon ein bisschen zu perfekt. Ich komme gut gegen die Geister an. Sagte ich, dann kommen auf einmal zwei von euch. Es sind wirklich zwei. Holy. Tschö. War nett mit euch. Aber nicht auf einer Treppe. Na gut, hier schon eher, aber... Wo ist die Tür? Ach, na klar ist sie das. Wo ist die andere? Immer schöne Bewegung bleiben. Okay, jetzt benutze ich mal das hier. Bang! Bang! Bam, okay. Gut. Gegen die kommen wir an. Auch wenn ihr zu zweit seid, Mann. Auch wenn ihr zu zweit seid. Na, du da? Bang! Kern... Fast Kernfoto, oder? Nee, war nur ein Max-Foto. Schade. Schade. Na komm auf mich zu, Kleine. Ja. Bam. Bam. Das war nicht so cool jetzt. Da habe ich doch glatt meine Chance vertan. Aber das interessiert mich nicht, weil ich genau weiß, dass ich dir überlege, mein Kleine. Ja, ich weiß, ich rede da total arrogant. Aber, wow, gutes Foto. Gutes Foto. Wow, aber naja, das tut dem Selbstvertrauen gut, weil ich sowas sage. Oh, was ist denn jetzt los? Okay, jetzt können wir aber hier raus, oder? Ja. Danke. Los geht's weiter. Wo kommen wir denn das mal? Ach, das ist hier. Okay. Gut. Lalala. Ja, Miku. Du darfst doch gerne schneller gehen. Wie viel... So, müssen wir jetzt lang? Wir gehen da hoch? Ach, sind wir schon fast da. Perfekt. Weh, die Tür ist verschlossen. Bitte nicht. Na? Aber ich glaube, sie ist offen. Ja. Gut. Hier war der kleine Gang, wo Miku durchkriechen konnte. Das müsste jetzt die Tür dort hinten sein. Wo ich rein will. Da. Da, ja, genau.
Ach, schön. Das Spiel laggt auch nicht, aber ich wette, es war ein Fehler, das jetzt zu sagen, weil jetzt garantiert deckt sich das Spiel wieder. Du darfst nicht ohne Lags spielen. Uiuiuiui. Nee, Moment. Oben. Ja, so langsam kenne ich mich auch aus immer. Wie viele Punkte habe ich eigentlich? Ja. Ist gut, würde ich sagen. Was sagte ich? Ratet mal, was gerade angefangen hat. Das Spiel laggt. Aber nur kurz. Naja, aber... Nee. Es laggt schon wieder. Okay, Leute, wir machen hier Pause. Bis gleich. So und zurück. Jupp, wir haben jetzt nur ungefähr 5 Minuten, um diese zweite Hälfte quasi zu spielen. Das war jetzt nur eine kurze Halbzeitunterbrechung. Hey. Okay, wir schaffen es vielleicht aber noch. Was heißt, wir schaffen es vielleicht noch? Wir schaffen es auf jeden Fall noch, würde ich sagen, diesen Raum hier zu besteigen. Wo das andere Mädchen hämmert. Und dann müssen wir auch schon die Steine wegbringen wieder. Auf dem fernbeleuchteten Altar liegt ein wunderschöner Edelstein. Yay! Alle genommen. Okay. Der Altar, ein Buch mit rotem Einband. Amenhe führt einen Mann zum Schrein. Der Mann weckte die Priesterin von ihrem Traum. Der kurze Kodex muss befolgt werden. Okay. Sie wird durch die Fählung bestraft. Sie darf nicht entkommen. Das ist aber sehr knapp beschrieben. Der Edelstein, den ich im Raum mit verschiedenen aufstiegenden Puppen fand, sollte perfekt in eine andere Vertiefung in den Altar passen. Ja. Ist hier eigentlich noch was? Nö. Okay, wundert mich, dass hier jetzt nichts mehr kam. So, wie komme ich jetzt am schnellsten wieder in diesen Raum? Denn da unten. Die Tür da hinten ist zu, oder? Ich weiß es gerade nicht so genau. Wir gehen einfach den unteren Weg. Dann gehen wir nicht umsonst. Und ich glaube auch, dass er richtig ist. Dam dam da, dam dam da, dam dam da, da dam dam. Und dann haben wir auch garantiert diese Nacht hier schon beendet, nehme ich mal an. Das ist jetzt so der perfekte Kapitelabschluss. Wir sind gerade mal in der 7. Nacht, müsst ihr mich hier vor. Wir sind schon bei über 40 Videos und das Spiel hat, ich glaube, es waren 14 Stunden. Also, wenn ihr wisst, wie ich das meine. Jetzt Spielzeit hier nicht. Spielzeit ist sowieso leider total verfälscht, weil ich die ganze Zeit Lagspause machen muss. Bin ich hier richtig? Ja. Ein doch wieder angenehmeres Kapitel des Spiels jetzt hier. Wobei, erschrocken habe ich mich schon einmal ziemlich deftig. Und zwar bei der netten, kriechenden Frau in dem Schachter. Scheiße, das war schlimm. Vor allem, wenn die einen erwischt hat. Krank. Yay, yeah, und hier ist der Raum. Und da waren wir immer noch nicht drin. Wir kommen einfach nicht rein. So. Ich habe ganz leicht was erkennen können gerade. Aber nur ganz leicht. Okay, auf jeden Fall müssten wir jetzt hier wieder in diesem Raum sein. Bitte. Okay, und hier... What? Moment. Moment mal! Blau in Einband auf dem Buch. Blaues Tagebuch. Juhu. Kamene schlich mit Menschen herein, die Schmerzen abgeben wollten. Er sagte, er wolle die Priesterin nur einmal sehen. Es ist gegen den Kodex, aber da sie bald das Ritual der Weisung vollzieht, wird sie sich nicht mehr fortgehen können. Ich helfe ihnen, sich zu treffen. Kaname ging in den Schrein und zum Platz der Priesterin. Männer sind im Schrein verboten. Die Herrin wird böse sein. Okay, jetzt müssen wir die Steine einfach hier draufknallen, würde ich mal sagen. Edelsteine, den Raum, den man nur oben drin sollten wir weg, nicht vertiefen, auf diesem Altar passen. Vorne kleine Weile. Ja. Und dann wird jetzt eine Schrift eingraviert. Erhalte die 4 Steine der Reinheit. Mit dem Lied der Maiden verhindert das Erwachen der Priesterin in der Halle der Spieße. Oh nö, ich brauche eine Reihenfolge.
Okay. Lest the doors open wide and suffering unleashed on all. Das könnte sogar passen. If the priestess wakes from her dream. Das ist bestimmt das Erste. Perform the rite of stakes her limbs. Das ist das Letzte, garantiert. Okay, wir machen hier Pause. Das war Project Zero für heute. Bis zum nächsten Mal.